schönste Erlebnis war, das ist die Geburt unserer Tochter gewesen. Klingt schmalzig, ist so. Das kann ich mit den Klamotten nicht übertreffen. Klingt so ein typischer Unternehmer? Ob typisch oder nicht, fest steht, Carsten Fischer ist Unternehmer mit Leib und Seele. Eigentlich aus der Maßklamottenfertigung. Ich habe immer Maßanfertigungen gemacht und sowohl Kunden als auch Freunde irgendwann meinten mehr und mehr, Carsten, mach doch mal eine Kollektion. Und so haben wir gegründet irgendwann. Unternehmer zu sein hat den Vorteil, selbstständig zu sein. Ich komme nicht gut mit Obrigkeiten klar. Also ist es am besten, wenn ich der eigene Boss bin und dass das, was ich sage, auch gemacht wird. Und das funktioniert. Obwohl ein Fotoshooting immer auch mit Stress verbunden ist, ist die Stimmung am Set gut. Rückschläge hatte ich bisher noch nicht und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Leicht war der Weg in die Selbstständigkeit jedoch nicht. Im Gegenteil. Zwei Probleme gab es grundlegend. Problem 1 ist immer das Geld. Problem 2 war, die richtige Schneiderin zu finden, die den Entwurf, den Schnitt versteht und das dementsprechend umsetzen kann. Ich nähe zwar auch, aber ohne Schneiderin geht gar nichts. Die ersten Hürden waren nur mit viel Ehrgeiz zu überwinden. Ehrgeiz allein allerdings reicht nicht aus, um in der Branche bestehen zu können. Ich denke von meinem Mann, dass er ein sehr außergewöhnlicher Mann ist. Ein außergewöhnlicher Mensch mit sehr, sehr großen Fähigkeiten, sehr vielseitigen Fähigkeiten. Ist ziemlich. Also abgesehen davon, dass ich ihn für einen begnadeten Designer halte, hat er einfach einen extrem schlauen Kopf. Der kann die schwierigsten Situationen oder richtig große Probleme, wenn es irgendein Problem geben sollte, dann weiß immer Carsten irgendwie die Lösung da. Wenn irgendwie alles Mögliche abstürzt, dann ist es immer Carsten, der das alles rettet, irgendwie in letzter Not. Er ist sehr, sehr, wie sagt man, einfallsreich. Er ist extrem kreativ und sehr einfallsreich ist er. Und arbeitet mit komplexen Programmen, wo ein normaler Mensch wahrscheinlich überhaupt absolut überfordert wäre. Macht grafische Arbeiten sehr viel, macht 3D-Arbeiten extrem viel. Und alles hochkomplexe Programme, die er sich selber beigebracht hat, wo andere lange für studieren müssen. Hat eine absolute Disziplin, was diese Sache betrifft. Seine Sachen, die er sich vorgenommen hat, durchzusetzen. Und das finde ich sehr, sehr stark. Doch wie die Mannschaft nicht ohne Kapitän kann, kann auch der Kapitän nicht ohne seine Mannschaft. Zu unserem Team. Als erstes ist meine Frau Verlinde, die als Praktikantin angefangen hat und jetzt eigentlich Boss ist. Amy natürlich, die Schneiderin. Dann haben wir Silvia, die fürs Geschäftliche und für Kundenakquise jeder Art zuständig ist. Meine Tochter Emma, die beim Design mithilft. Und habe ich jemanden vergessen? Natürlich haben wir, weiß ich nicht,
Carsten habt ihr gesehen, den Fotografen. Und gut, er ist ein bisschen extern. Aber unser kleines Team versteht sich sehr gut und wir rocken das schon. Es war viel Arbeit und das Ganze ohne Finanzierung hinzukriegen, ist wirklich nicht einfach. Aber wir haben da, denke ich, den nötigen Biss, um das alles so, ja, wir kämpfen ordentlich, um das alles zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und wir haben sehr viele Träume, sehr große Träume und Visionen, die, denke ich, erreichbar sind, an denen wir sehr hart arbeiten. Und es ist alles immer greifbarer geworden und es macht sehr viel Spaß. Ja, wir warten. Also wünschenswert wäre, wenn jemand da draußen ist, wir suchen einen Investor. Wir haben bisher alles ohne Geld gemacht. Wir haben gute Kontakte, sitzen hier in Kreuzberg. Gute Kontakte zur Filmbranche, Musikbranche, Models haben wir am Start, die alle nur für die Fotos arbeiten. Aber Kollektionen herzustellen ist sehr teuer und ein Investor wäre sehr, sehr hilfreich. Trotz knapper Kasse hat das junge Unternehmen bereits erste Höhepunkte erlebt. Also gegründet haben wir 2009. Und das bisher schönste Erlebnis, das war jetzt vor 2 Wochen unser Katalog-Shooting. Und nicht zu vergessen unsere Schneiderin Amy, die wir nach 10 Schneiderinnen endlich gefunden haben. Und die ist Hammer. Amy ist der Hammer, weil sie meine Entwürfe versteht, meine Schnitte versteht und auch noch so selbstständig denken kann, dass sie auch immer wieder ein paar Verbesserungsvorschläge hat. Das nächste Highlight ist auch schon anvisiert. Eine Vision habe ich noch. Wir sind ja erst am Start, frisch gegründet. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich eine fremde Frau in meiner Klamotte sehe und weiß, die kommt von uns. Und da freue ich mich drauf. Andere Visionen folgen.